Hallöchen. Ja, ich hatte nicht vor, heute noch mein Video zu machen, aber es war ja, wie bekannt ist, oder es ist ja jetzt eben ja vor einer guten Stunde gestartet. Ich muss jetzt auch gleich direkt weiter ins Badezimmer und so weiter und so fort. Das ist ja heute der Part der Spezialameisen, die zu verstärken. Ich habe ja jetzt fleißig wirklich eine ganze Woche gesammelt. Alles Eier, dies, das. Und dazu komme ich jetzt auch zuerst. Oh, ich kann noch etwas ausbrüten. Zack. So unwichtig. Ich zeige euch mal was. Und zwar gab es sogar eine, die ich mir gewünscht habe. Nicht die erste. Die muss ich mir gleich noch kaufen. Habe ich übrigens auch noch nicht gemacht. Aber, ach Gott, wo habe ich sie denn jetzt? Mensch, ich dran vorbei. Ich bin dran. Da. Ich habe die beiden hier bekommen, den schwarzen Krebs und die Sichelwildameise. Ich bin total glücklich. Also, wie gesagt, die wollte ich unbedingt haben, da ich mir ja den Einzug noch aufbauen wollte für die Zukunft mit der hier, dann der orangenen Fadenameise und der Pandaameise für die Optik. Ob das sinnvoll ist oder nicht, spielt ja fürs Erste keine Rolle. Des Weiteren bin ich mit meinen Tieren weitergekommen, mit meinen Wildtieren. Das kann ich auch gleich nochmal zeigen. Ich habe mir für 5 Euro war es im Angebot eins geholt, von dem ich mir sehr viel verspreche. Und dann könnt ihr auch direkt den Rest sehen, denn ich bin mit T5, also meine Soldaten sind alle noch auf Stufe 5. Schon bei fast 900 km Kampfkraft, nur in diesem einen Zug. Und ihr seht hier dieses wunderschöne Tierchen hier oben nochmal. Das gab es, wie gesagt, für 5 Euro im Angebot. Klingt so. Aber okay. Und ich freue mich tierisch darüber. Des Weiteren habe ich dann die orangene Ameise hier aufgewertet. Ich zeige euch das ganz kurz. Diesen Part konnte ich ganz schnell voll machen. An die anderen konnte ich leider noch nicht dran gehen, da ich dafür noch Hüllen von orangenen Ameisen brauche. Die kamen jetzt leider nicht dazu. Aber ansonsten denke ich, sieht das Ganze sehr, 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 sehr gut aus. Die ist wirklich extrem gut dabei. Das ist natürlich jetzt so eine Sache, wenn ich jetzt dann alles auf Stufe 6 reinbaue an Soldaten, da bin ich ja dabei gerade, dann wird das sehr wahrscheinlich mehr als 1 Million Kampfkraft sein und auf. Ja, ich sag mal Stufe 16, das ist das, glaube ich, gar nicht so übel. Also ich freue mich schon wirklich sehr darüber, ne? Also ja, ansonsten, ja, es hat sich nicht viel Neues ergeben. Eine der Personen, die halt, ja, naja, ist auch egal, hat sich gemeldet und ich denke, das Problem ist aus der Welt geschafft, indem ich diese Person aus der Welt geschafft habe. Für mich jetzt nicht wortwörtlich, bitte, ne? Also, und es läuft alles sehr gut. Natürlich relativ langsam, weil du halt hier die Geschenke nicht bekommst, in denen dann die ganzen Beschleuniger sind. Das heißt, es läuft wirklich langsam, ne? Aber es läuft. Und ich denke, dass ich bis zum Abend oder bis zur nächsten Nacht durchaus in der Lage bin, schon mal einen Trupp, nämlich hier diese Soldaten, in meine ja, orangenen Ameisen da, mein Kampftrupp einzusetzen. Und dann werde ich ja schon mal sehen, das wird einen kleinen Push geben. Ja, und morgen geht es dann weiter. Morgen ist ja das Event mit dem Soldaten aufsteigen, beziehungsweise Soldaten erstellen und so weiter und so fort. Und wenn man sich das mal anschaut, ne, das ist ja auch so eine coole Sache irgendwie. Du bist in so einem ganz, ganz kleinen Clan mit selten aktiven Leuten. Das heißt, alles, was du tust, wirkt so immens viel, ne? Also ich habe jetzt einfach mal eben hier ja, ein Dreizehntel des Gesamten gemacht, ne? Also sprich, wenn jetzt noch 12 andere Leute das machen würden, was ich hier gemacht habe, dann wäre quasi für 100 Leute theoretisch alles erledigt. Das ist keine schlechte Sache. Gut, ich war gerade noch auf Platz 8, jetzt bin ich jetzt auf Platz 12. Ich denke, das wird sich bis zum Abend dann auch so hinziehen, dass ich dann wieder irgendwo bei 200, 300 bin. Ist egal. Ich habe es geschafft. Ich bin fertig. Ich bin sehr glücklich. Ich werde das auch testen gleich. Oh, das können wir eigentlich direkt machen. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, bin ich ehrlich. Aber eine Echse Stufe 10 konnte ich vorher töten und jetzt habe ich so viel mehr. Vielleicht klappt das trotzdem. Also schauen wir ganz kurz rein. Wenn nicht, ist es halt so. Aber ich will es wenigstens einmal versucht haben. Ich finde es wichtig, sowas zu versuchen. Das Ganze dauert natürlich 5 Minuten. Das werden wir ein bisschen abkürzen. Und dann seht ihr auch mal, ich glaube, das habe ich euch noch nie gezeigt, diese Animation, wenn das Ganze dann dorthin läuft und startet quasi. Und schauen wir dann einfach mal. Bis gleich. Ach, ich wurde abgelenkt. Verdammt, jetzt konnte ich euch das nicht zeigen. Ist egal, ich schaffe eine Level 15 Echse. Ich bin frei. Ich brauche keine Hilfe mehr. Ich schaffe das alleine. Und wer weiß, ein bisschen noch, dann schaffe ich auch die Level 20 Echse. Und offensichtlich habe ich das sogar sehr gut gemacht.
Wir schauen mal ganz kurz da rein. Na, der Trupp ist schon zurück. Es ist nichts kaputt gegangen. Es ist halt nichts kaputt gegangen. Es war super. Okay, Leute, ich wünsche euch einen tollen Tag. Ich bin sehr fröhlich. Ich bin zufrieden mit dem, was ich geschafft habe. Ich werde immer stärker. Ich bin quasi der kleine Hulk in weiblich und Gorilla-Form. Und ach, ist egal. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bis dann.